Hallo liebe Zuschauer, heute gibt's wie gewünscht ein weiteres Top-Video beziehungsweise die Lieblingsspiele, die aktuellen Lieblingsspiele vom Elias. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einem Wunschvideo. Wobei, Elias, Top-Spiele, das verändert sich. Der Elias ist mittlerweile 9 Jahre und ich erinnere mich noch an diesen Teil, wo wir, glaube ich, hier 200-300 Spiele aufgebaut haben, seine Lieblingsspiele. Und das verändert sich natürlich Jahr zu Jahr. Ihr könnt mal reinschauen in die einzelnen Videos. Ich glaube, da gibt es eine eigene Playliste, was deine Lieblingsspiele sind. Und wir halten uns nicht länger auf. Der Elias spielt mittlerweile viel. Der spielt auch mittlerweile schon Kenner, Expertenspiele teilweise, müsst ihr berücksichtigen, auch wenn jetzt die Hinweis ist zu 9 Jahre. Und ich habe Elias gebeten, 10 Spiele rauszusuchen. Das geht ja so wie mir, ist immer schwierig. Ich habe dann plötzlich 30 oder auf dem Tisch. Nein, er hat es wirklich gut geschafft, genau. Und hier gibt es keine Reihenfolge. Wir legen die auf den Tisch, ich bzw. Elias sagt ein bisschen was zu den einzelnen Spielen. Und jetzt würden wir sagen, wir steigen gleich ein. Wenn ihr euch das ein oder andere Spiel übrigens holen wollt, dann gerne über die unten genannten Links. Und Spiel Nummer 1, das ist recht aktuell, das ist Robin Hood. Elias, warum Robin Hood? Und im Hintergrund gibt es vielleicht noch ein paar Bilder, wo wir das gespielt haben. Warum Robin Hood? Warum eines also, deiner Lieblingsspiele? Robin Hood, wo ich es gesehen habe, da habe ich auch schon gedacht, okay, das wird mir bestimmt gefallen. Aber ich finde es auch einfach toll, immer neue Sachen erleben. Da muss man auch mal Sachen erkunden, ja. Und die Mama hat es auch mitgespielt die ganze Zeit. Die hat auch richtig viel Spaß gemacht. Wäre auch ein Top-Spiel für die Mama jetzt als Hinweis. Mir hat es auch richtig gut gefallen. Und demnächst, je nachdem wann ihr das Video schaut, gibt es dann auch noch ein Video zu Robin Hood. Aber Elias, das haben wir jetzt ja quasi durchgespielt. Wir könnten es nochmal von vorne machen. Ja, die aber Geschichte, dann müssen wir halt nochmal... Die Geschichte verändert sich ein bisschen. Ja, dann müssen wir den anderen Weg gehen. Okay, wir haben das durchgezockt in 3-4 Tagen. Also relativ zügig. Mhm, ist es jetzt schwer? Wir haben immer ein bisschen gemacht. Man muss mal reinkommen, aber sonst ist es nicht so schwer. Man muss halt auch manchmal überlegen, mach jetzt das oder das. Ist es für dich ein Familienspiel oder eher ein Spiel, wo du sagst, man sollte schon ein bisschen Spielerfahrung haben? Also da auf jeden Fall kein Familienspiel, finde ich. Mhm. Aber ja. Warum? Weil es schon ein bisschen... Mhm, es hat ja Losspielregeln eigentlich. Und es gibt ein dickes Buch. Ja, aber das ist ja nicht die Regel. Das sind ja die Geschichten. Aber in dem Buch sind auch noch ein paar Regeln hinterlegt. Dadurch schwieriger, oder? Dass es keine Anleitung gibt, wo alles draufsteht, sondern im Buch, also in der Geschichte, kommen neue Regeln immer dazu. Okay, offiziell übrigens die Angabe 10 Jahre, 2 bis 4 Personen, 60 Minuten. Naja, wie zügig man spielt, aber nicht für die kompletten Abenteuer. Vielleicht für eins. Für ein Spiel, denke ich, passt. Es verwirrt nur ein bisschen die Altersangabe, aber ein ganz klarer Tipp, ist immer mal wieder ausverkauft, aber je nachdem schaut in das separate Video rein. So, zum nächsten Spiel, da kann ich ein bisschen mehr sagen, weil wir auch das schon so gespielt haben, wobei der Elias wird auch gleich was dazu sagen. Dieses Spiel, ich weiß nicht, wie viele Videos wir gemacht haben, da oben sieht man es mit der anderen Kamera, Agricola, ein Kennerspiel, beziehungsweise gibt es auch in der Familienversion und hier gibt es viele Karten, es gibt Erweiterungen. Ich zeige euch mal ein bisschen was, dann kann der Elias gleich auch noch was dazu sagen. Diese Kästen sind nicht dabei und hier baut man quasi seinen eigenen Bauernhof, das heißt, man hat hier ein Tableau, wo man auslegt, man baut hier einen Bauernhof mit Ställen, man baut hier die Tiere an. Nein, man holt sich die Tiere hier auf sein Gehege, baut Zäune herum, holt Karten, versucht Punkte zu generieren mit Mais, beziehungsweise mit verschiedenen Rohstoffen, baut Häuser, baut aus dem Holzhaus ein Lehmhaus, ein Steinhaus. Elias, das ist doch viel zu komplex. Warum gefällt dir das Spiel so gut? Das steht ja auch hier hinten immer in Blickrichtung. Warum gefällt dir denn das Spiel? Also ich finde es halt auch hier toll, dass es auch Zäune, dann muss ich gucken, wie viele Tiere ich habe, dann muss ich es auch noch ernähren. Mhm, ja. Ja, das gefällt mir, aber auch das Anpflanzen, okay, das mache ich jetzt. Mir gefallen nämlich auch die Spiele eher, die
Naja, wo ich auch überlegen muss, was ich jetzt mache, das oder das. Will ich jetzt das machen oder machst du es jetzt vor mir? Das Schöne ist ja, Elias, es ist sehr variabel, weil jedes Mal andere Karten dabei sind. Man hat ja immer, ich glaube, 8 und 8 Karten, also sehr viele Karten. Und jedes Mal habe ich andere Karten auf der Hand. Hier gibt es ja noch Erweiterungen, also jede Partie ist unterschiedlich. Übrigens, da drüben steht nämlich auch noch das Familienspiel. Wir haben euch beide vorgestellt, das ist jetzt schon ein bisschen komplexer. Ich muss mal die Angaben schauen. Steht dabei ab 12 Jahre, 90 Minuten, 1 bis 4 Personen. Spielt sich übrigens mit der Erweiterung Moorbauern auch solo sehr gut. Und es gibt es auch als Familienspiel. Wenn ihr also jetzt da nicht so erfahren seid und ihr von den Anmerkungen erschlagen seid, Elias, dann eher das Familienspiel, oder? Dann sind ja eigentlich immer, der Rundenmarker wird weitergesetzt, das ist überschaubar und hat es auf einen Plan, oder? Aber man hat halt keinen Plan, sondern nur Plättchen. Genau, nur Plättchen, ein bisschen vereinfachter, aber ja. Eines der Top-Spiele schlechthin. Ja, wir haben jetzt hier sehr viele Top-Spiele und das habe ich auch schon vorgestellt. Und bei diesem Spiel oder bei Agricola haben wir bei weitem noch nicht... bei diesem Spiel haben wir bei weitem noch nicht alles gesehen. Das ist einfach ein grandioses Spiel. Auch ein klasse Spiel. So, auch recht aktuell ein Abenteuerspiel. Auch hier sage ich noch ein bisschen was dazu und dann wird sich der Elias äußern. Moment, Elias, ich will noch ein paar Angaben sagen. 1 bis 4 Personen, 12 Jahre, 30 Minuten, die verlorenen Ruinen von Anak. Ja, hier haben wir wieder den Bereich. Hier haben wir viele Plättchen, viele Entdeckungsplättchen. Das ist jetzt ein Abenteuerspiel, wie man sich das wünscht, im Dschungel quasi. Und auch hier mit 2 verschiedenen Spielplänen. Und auch hierzu haben wir ein Video gemacht. Ich finde es einfach fantastisch, wie man hier, jetzt klappe ich so ein bisschen aus, wie ist denn letztes Mal ausgegangen? Jedes Mal ich gewonnen, außer einmal du. Ja, also so viel dazu, wie gut der Elias ist. Hier seht ihr den Spielplan, ein riesiger Spielplan, das mit Plättchen belegt wird, wo man forschen kann, wo man hier auf der Leiste voranschreitet. Wo man Banker flocht, wo man Karten sich kauft. Und, aber schon ein bisschen Anspruch. Ist ein Familienspiel auch nicht, oder Elias? Ist ein Kennerspiel, ein gehobenes Familienspiel. Warum? Das haben wir zuletzt auch, oder jetzt, wo wir es damals auch gespielt haben, immer mal wieder gesuchtet. Du hast es immer wieder aufgebaut. Und warum ist es so beliebt als Abenteuerspiel? Kannst du dann die Welt eintauchen oder hat es dir einfach Spaß gemacht? Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand es auch erstens toll. Aber in der ersten Runde haben wir beide nicht viele Punkte gemacht, weil wir auch mal erstmal wussten mussten, okay, wie gehe ich jetzt am schlausten vor? Was mache ich jetzt halt am besten mal? Ich brauche ja auch die Symbole auf den Karten, um das überhaupt zu entdecken. Und eigentlich will ich viel machen und plötzlich habe ich kaum noch Aktionen, beziehungsweise ich bekomme durch Plättchen wieder weitere Aktionen. Also man will. Man will alles bei dem Spiel. Auch ein durchaus etwas anspruchsvolleres Spiel. Klar, der Elias spielt, wir haben aber auch ein paar einfache Spiele. Und das ist ein wirklich klasse Abenteuerspiel. Ich glaube, demnächst auch wieder auf dem Tisch, weil es einfach sehr, sehr beliebt ist und sehr variabel ist, auch mit der Spielplanrückseite. Wer so ein Abenteuerspiel sucht, einfach mal abtauchen in eine andere Welt. Robin Hood, klar, kennt jeder. Wer ein bisschen in den, in den Dschungel eintauchen will, Indiana Jones lässt grüßen, der ist da genau richtig. Ich glaube, Elias, dann machen wir wieder alles rein. Der Spielplan war, glaube ich, unten drin. Dann gehen wir auch zum nächsten Spiel dann über. Ihr seht, wir haben oftmals solche Kartenhalter bzw. solche Boxen aus dem Baumarkt. Wie ist das? Ach, wieder ich. Naja, wieder dumm. Ich glaube, die anderen Pläne habe ich auf der Seite. Kriege ich jetzt wieder rein. Ansonsten schieben wir es einfach zur Seite. Und Inlay wäre da schön gewesen, wo alles drin ist. Das wäre ganz schön. Kriegt man aber auch teilweise von allen möglichen Händlern. Auch extra dazu zu kaufen. So, Elias, das haben wir jetzt schon die Tage, das spielen wir immer wieder. Und immer, wenn jemand da ist, Schulkamerad oder Schulkameradin, dann wird Catan gespielt. Viele kennen es noch gar nicht. Warum Catan? Und warum muss der Papa immer mitspielen oder oft mitspielen? Also, es sind ja nur 3 bis 4 Spieler ab 10 und jetzt 75 Minuten. Genau, das ist ab 10 Jahre. Eins der erfolgreichsten Brettspiele. Was reizt dich denn bei diesem Spiel? Ich glaube, die meisten kennen es, haben auch Videos dazu gemacht. Also, ich finde es auch das toll. Am Anfang muss man ja, wie auch bei vielen anderen Spielen, überlegen, was ich mache am Anfang. Am Anfang ist es halt, wo setze ich hin?
Da muss man dann am Anfang halt überlegen und dann muss man halt taktisch vorgehen. Okay. Es ist jetzt schwer zu erlernen. Du hast ja jetzt, du bist nee, ja neun, du hast ja erst. Nicht. Okay, du hast. Auch die Schulkameraden, die es gespielt haben, haben kurz ein paar Fragen gehabt, aber dann haben sie es es verstanden und haben meistens dann auch gewonnen. Die Alina, kann man auch kurz einen Hinweis machen, die spielt es auch schon, die schaut auch gerne zu. Warum spielt man das immer wieder gerne, das Spiel? Also, ich finde es einfach toll. Okay, obwohl man eigentlich fast immer das Gleiche macht, eigentlich, man positioniert man sich nur anders. Aber macht immer mal was anderes, man kriegt immer was anderes, macht immer Spaß. Und der Spielplan ist variabel, ist immer wieder anders aufgebaut, ihr positioniert euch jedes Mal anders, also jedes Mal ist eine komplett andere Auslage und auch eine ganz klare Empfehlung. Früher unter dem Namen die Siedler von Catan, mittlerweile heißt es ja nur noch Catan. So, das hast du auch rausgesucht. Warum Stratego? Mein Gott, ein Spiel aus den 80er Jahren. Warum Stratego? Also, ein Schulkamerad spielt es mit mir sehr, sehr, sehr oft. Fast jedes Mal, wenn er da ist, paar Runden. Also, ich finde es einfach toll mit dem 10 auch. Ja. Es ist ab 8 Jahre für 2 Spieler, Spielerin, 45 Minuten. Und was macht man da? Vielleicht ein paar kurze Infos, vielleicht kennt nicht jeder Strategie. Okay, es gibt den Spielplan mit einem Teich mit 4 Teichen abgebildet. Und es gibt halt Figuren von 10 bis 1 und halt Bomben und Fahnen. Da muss man halt am Anfang verdeckt überlegen, wie ich sie hinmache im Jahr. Was ist denn das Ziel? Wann hat man denn gewonnen bei dem Spiel? Wenn man die Fahne erreicht hat oder der Gegner sich nur mal bewegen kann. Und das Besondere ist ja, die Figuren stehen ja verdeckt. Das heißt, nur der eigene. Wenn ich blau bin, sehe ich die blauen Figuren, aber mein Gegner sieht nicht die blauen. Ich sehe halt nicht die roten und mein Gegner sieht die roten, weil es ja seine sind. Das heißt, man zieht zu den einzelnen gegnerischen Figuren und dann macht man immer so Tok Tok quasi. Klopf Klopf. Klopf Klopf. Wer da? Wer da? Und dann vergleicht man beide Figuren, beide Werte und der mit dem niedrigeren Wert fliegt raus. Es sei denn, die Bombe, da ist man auf jeden Fall raus, außer die 3 kommt. Mhm. Ja, und die. Und wenn nach die 10 an eine 1 klopft, ist natürlich die 1 weg. Aber wenn die 1 an eine 10 klopft, ist die 10 weg. Okay, und das Spiel offiziell ab 8 Jahre. Da haben wir ein Video gemacht, Elias, da warst du 6 Jahre alt, glaube ich. Also das hat schon einige Jahre auf dem Buckel und ist aber ein sehr, sehr beliebtes Spiel. So, mal wieder was Aktuelles. Auch dieses Spiel hast du rausgesucht. Meeple Land, Blue Orange, 10 Jahre, 2-4 Spieler, 60 Minuten. Warum dieses Spiel? Warum gefällt es dem Papa denn auch so gut? Warum magst du das Spiel? Also ich finde es auch toll, das ist auch wie die fast alle anderen Serien, wie baue ich jetzt wohin und was nehme ich? Ist so ein bisschen was wie bei uns in der Gegend. Spare ich das Geld oder gehe ich sofort nochmal, spare ich das Geld und hole mir den Bus, den ich will oder gehe ich ins Risiko? Falls der Gegner den Bus nämlich nimmt, muss man schon gucken. Elias, das ist quasi so eine Art, ich baue mir mal einen Europapark, oder? Ja, aber man muss halt gucken. Man kann nicht sagen, ich kaufe mir alles, sondern man muss schon gucken, was man sich kauft. Weil man kriegt ja jede Runde einen Bus. Und wenn man dann was baut, genug Geld hat und dann der Gegner den Bus nimmt, den man braucht, da hat man dann schon am Ende ein Problem, je nachdem halt. Ist das jetzt ein Familienspiel oder eher schon ein bisschen mit Erfahrung? Also, wenn man es so anguckt, denkt man schon, dass es ein Familienspiel ist. Aber da muss man schon überlegen. Man muss vielleicht ein bisschen Spielerfahrung haben, weil das auch durchaus, glaube ich, finde ich, nicht so leicht ist. Okay, und deswegen habe ich auch ein ausführliches Video gemacht mit den Abläufen, wo alles hinterlegt ist. Das macht richtig viel Spaß, richtig viel Laune. Auch eine ganz klare Empfehlung. Dann, solche Spiele dürfen nicht fehlen und das spielen wir gerne über Skype beispielsweise mit Oma und Opa und ihr seht hier Trails of Tuscana. Ich sag immer Tuscana. Ich sag immer Tuscana. Elias, ich muss die Alters... Ich sag immer Tuscana. Es ist ab 8 Jahren, 15 bis 30 Minuten und für
und für 1 bis 8 Spieler. So, und jetzt seht ihr auf der Seite schon den Plan. Das heißt, hier geht es darum, quasi an einer Position zu starten und durch unterschiedliche Karte hier Segmente zu erreichen. Das heißt, ihr fahrt hier immer entlang, abhängig davon, wie das Gelände ist, Wasserfeld, Waldfeld, und versucht die einzelnen Bereiche zu erreichen, um hier Bonuspunkte zu sichern. Elias, wenn du das raussuchst, ist ja ein Roll-and-Ride, ist ja nichts, kein Würfel dabei. Ja. Flip-and-Ride, glaube ich, mit den Karten. Warum ist es so beliebt? Warum magst du es? Nur weil, ich weiß, du bist gut, aber warum magst du das Spiel? Warum findest du das so gut, das Spiel? Oma und Opa, die haben es, glaube ich, auch daheim. Haben wir ja über Skype schon gespielt. Warum ist es so beliebt? Also, man sieht ja auch hier an den Blöcken, dass es auch erstens um Schnelligkeit auch geht. Schnelligkeit? Muss ich da jetzt schnell spielen? Nein, effektiv, nicht schnell, oder? Aber effektiv. Okay. Man hat immer die gleichen Sachen, nur halt bei einem Fragezeichen kann es schon sein, dass man sich was anderes halt aussucht bei einem beliebigen. Aber ja, ich finde es super. Man muss halt auch zum Thema Schnelligkeit gucken, dass man die A-Felder, man muss die passenden Zahlen verbinden, aber man muss halt auch gucken, wenn ich jetzt halt fast A verbunden habe, aber jetzt hat jemand anderes vor mir, ist ich die Punkte nicht, sondern nur halt die anderen Punkte. Spielt sich übrigens auch sehr gut zu zweit, auch eine absolut lohnenswerte Investition. Auch hierzu habe ich ein ausführliches Video gemacht, ich glaube zu allen Spielen. Ich schaue mal rein, manchmal habe ich es ein bisschen ausführlicher geschildert, um einfach zu sagen, oh, das ist so ein tolles Spiel, ich mache euch die Abläufe, ich erkläre es ein bisschen ausführlicher, auch wenn ich mich 100 Mal wiederhole, teilweise aber ein bisschen ausführlicher. Und dieses Spiel gehört gar nicht dazu, da haben wir noch einen Zettel von einem anderen Spiel, auch gar kein Problem, weil wir das einfach auch sehr oft in letzter Zeit über Skype dann gespielt haben. So Elias, wir packen zusammen, ich habe schon das nächste Spiel und dann bin ich mal gespannt, was zu diesem Spiel dann sagt. Es geht wirklich ja, ein Spiel nach dem anderen stellen, wo ich hier vorhin, wie gesagt, über die unten genannten Links. Könnt ihr das Spiel dann oder die Spiele dann erwerben? Das sind super Tipps. Das ist was für Familien, für Erwachsene, Gleichweg, also absolut klasse. So, jetzt hole ich das. Wir haben keine Reihenfolge, einfach beliebig, Elias. Warum dieses Spiel Wizard? Warum? Stichspiel. Und du kennst es quasi erst seit ein paar Wochen und du spielst es in jeder Möglichkeit, jeden Tag. Egal wer kommt, wir spielen Wizard. Moment, wir sind nur zu zweit. Ihr spielt trotzdem. Ja. Warum Wizard? Was gefällt dir an Wizard so gut? Also ich finde das Stichen, was nehme ich jetzt, wie viele Stiche mache ich? Das finde ich auch toll. Die Karten finde ich auch toll, auch symbolisch. Es ist ja ein Kartenspiel quasi. Ja. Und was mache ich da mit den Karten, die ich auf der Hand habe? Ich sag, wie viele Stiche ich mache. So wie beim Stichspiel legt man eine Karte aus, wer dann die höchste Zahl hat. Der, man muss halt immer bekennen, kriegt den Stich, aber wenn es Trumpf ist, gewinnt der mit dem höchsten Trumpf oder halt mit den Boni-Karten. Also ich merke schon an deiner Art, du bist begeistert von diesem Spiel hin und weg. Und der Elias spielt, wenn der Papa hat auch nicht immer Zeit, der spielt es auch gerne zu zweit. Funktioniert es eigentlich zu zweit? Ja. Du spielst oft zu zweit, wenn er kein Trick... Wenn zwei Narren da sind, gewinnt der den ersten Narren gespielt okay. hat. Okay, also klappt auf jeden Fall und der Elias ist begeistert. So, du hast so ein kleines Spiel raus, Obsthain. Es gibt es bald wieder, ist quasi ja ausverkauft, soll es wieder geben. Sehr beliebtes Spiel, kostet wahrscheinlich ein paar Euro mehr, ist egal. Das ist muss euch wert sein, ist ein kleiner Verlag, den unterstützt ihr dadurch, weil es ist ein wirklich klasse Solo-Spiel. Man kann es auch zu zweit spielen, aber Elias, das hast du dir oft mal geschnappt. Wenn du gesagt hast, ich habe gerade so eine halbe Stunde Zeit oder Papa hat keine Zeit, Mama hat keine Zeit, ich hole mir Obsthain, dann kommt er hier runter, holt sich das Obsthain und verschwindet in sein Zimmer und dann geht's los und dann spielt er die Karten aus und versucht Karten effektiv zu legen. Warum magst du das Spiel so? Ich mag es so, weil ich auch das toll finde, ich habe jetzt Würfel, wie kriege ich jetzt die Punkte? Aber nach jeder Runde gucke ich auf den Blatt und guck mal, wie viele Punkte ich habe. Okay. Ich glaube, mein Rekord war... Ich habe es, glaube ich, fotografiert, meine ich. Also wer uns folgt bei Instagram beispielsweise, könnt ihr uns folgen. Das seht auch immer teilweise sehr viele Bilder von Spielen und anderen Input. Also da könnt ihr uns gerne folgen, insbesondere auf Instagram, Facebook, Twitter auch. Aber
Wer jetzt da uns dort folgen wollt, kann natürlich uns auch folgen. Ja, ich glaube, ich habe sogar ein paar Bilder gezeigt, beziehungsweise da gibt es auch ein Video. Faszinierendes Legespiel, wo man versucht, immer besser zu spielen und immer höhere Punkte zu erringen. Ganz klar, eine Rarität nicht. Je nachdem bekommt ihr es teilweise wieder im Handel, aber sehr beliebtes Spiel und damals haben sich es auch sehr viele geholt, wo wir das Video vorgestellt haben. Du wolltest schon noch was sagen? Und wo ich das gespielt habe, immer habe ich mal geguckt, wie gut ich war. Immer in den ersten paar Runden hatte ich das, da ist der Wurm drin, dann bin ich besser geworden, hatte dann ein paar Mal Deliziös. Deliziös, genau. Ab und zu mal durchgewachsen. Aber oft hatte ich auch stark wie ein Baum und Pflaum zu glauben. Mein bestes Ergebnis war aber ordentlich was in der Birne. Genau, das war zwischen 50 und 54 Punkten. Das ist Obstheim. Und das Beste ist Spiel. 55 oder mehr. 10 Jahre. Dann ist man Neptun, Neveau, Kapau. Okay, Shampoo, glaube ich. 10 Jahre steht drauf. Kriegt das auch ein 8-Jähriger hin? Ja. Also, auch ein 9-Jähriger. Auch ein 9-Jähriger. Elias ist 9. Also das, schaut es euch mal an. Lohnenswerte Investitionen als Geschenk etc. Ja, nicht überall im Handel teilweise. Ist keine da noch Sorge. Was drin? Ja, da ist noch was drin. Dann machen wir mit dem. Machen wir mit dem weiter. Du entscheidest. Wie gesagt, beliebige Reihenfolge. Und jetzt kommt ein Spiel. Das begleitet dich schon. Ja, das ist jetzt leer. Da kommt nämlich noch eine Riesenschachtel. Das begleitet dich schon seit Jahren. Die Rede ist von King of Tokyo. Wir haben extra die Dark Edition, die Black Edition genommen. Dark Edition heißt sie. 2 bis 6 Spieler, 8 Jahre, 30 Minuten. Auch dazu haben wir einige Videos gemacht. Elias, was ist denn so das Coole an diesem Würfelspiel mit Kämpfen und Monstern? Was also, ist denn das Coole? Das Kämpfen ist auch toll, aber an diesem neuen hier hat mich eigentlich hier das Außen fasziniert. Mhm, mit Separan, das sind noch ein paar Regeln dabei. Es sind aber auch viele Würfel und viele Monster dabei. Ja. Was muss ich denn im Spiel machen? Nur gut würfeln oder muss ich auch auf Punkte schauen? Gut würfeln. Ja, das auch. Ja, man muss gucken, dass man gute Karten, gut würfelt, damit man je nachdem da aufsteigt für Punkte, aber auch in Tokio Punkte macht, dass man auf 20 Punkte ist oder alle Gegner ausgeschaltet hat. Okay, ein gutes Spiel, wie ist mit deinem... Also ausschalten, 0 Leben. Und es gibt natürlich auch noch Energie für Karten, aber das Tolle ist auch daran, dass das keine Würfel sind, sondern das sind schon 2 Dreiecke, wie das es dann echt nach Energie aussieht. Lohnenswerte Investition, ja, Familie. Ja, viel besser als das andere. Welches? Du meinst das klassische? Das normale. Genau, wir haben beide, weil wir sind große Fans der Lias, insbesondere mit verschiedenen Monstern. Und das lohnt sich wirklich. Familienspiele, Lias? Ja. Kommt Grenzwerte. Also ein bisschen Erfahrung solltet ihr haben. So, jetzt das vorletzte Spiel. Elias, bei uns gibt es Schlagerschlag. Und dann kommt noch das andere, das erschlagende Spiel. So, hier haben wir Flügelschlag. Elias, Flügelschlag, auch ein Kennerspiel. Ein paar Angaben noch. Muss ja, ich sag's. Du sagst. Da steht's. Hier. Ab 10 Jahre, 40 bis 70 Minuten, 1 bis 5 Spieler. Warum magst du Flügelschlag? Also, man lernt doch was über die Vögel. Man sieht, es ist ja auch abgebildet, wie groß sind sie. Was mache ich mit den Vögeln, mit den Karten? Da muss ich gucken, dass ich Punkte kriege. Mhm, das heißt, für die Vögel, die Vögel geben unterschiedliche Punkte. Eier, die auf dem Vögel liegen, geben Punkte. Und Aufträge, oder? Man spielt schon ein bisschen gegeneinander. Rundenziele, Eier, gelagertes Futter und Karten unter Vögeln. Okay, das hast du auch schon mit Schulkameraden, Schulkameradinnen gespielt. Die kamen, waren auch. Schulkameradinnen. Den sogar, ja. Die, das kam super an. Den ja. Und mit anderen, die haben es auch noch vor sich. Dich leider nicht geschlagen. Nein, also ich bin. Aber ja, ich habe dich die ganze Zeit geschlagen. Ja, das ist wichtig. In meiner ersten Runde. Ja, ihr kennt ja meinen Standardspruch.
Der eine oder andere weiß, der Jörg probiert ja gerne was aus. Da lachen schon viele drüber, aber ihr sollt Spaß haben. Ich habe Spaß und es ist ein wirklich tolles Elias Kennerspiel. Kein Familienspiel, schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber wenn ihr mal den nächsten Step gehen wollt und sagt, ihr spielt schon so viele Familienspiele, es darf ein bisschen anspruchsvoller sein, Elias, dann ist Flügelschlag genau das Richtige. Und da macht schon einer so. So, jetzt machen wir es weg. Warum hier? Mein bestes Lieblingsspiel. Oh, und warum haben wir immer noch diesen Tisch und immer noch nicht? Warum spielen wir immer noch nicht drunter, Elias? Hier drunter. Warum? Weil wir das Spiel unten drunter Gloomhaven aufgebaut haben. Okay, ich glaube, jetzt sehen es alle Zuschauer. Ich blende im Hintergrund noch ein paar Bilder ein, Elias. Was gefällt dir an Gloomhaven so gut? Also ich finde auch toll, man erlebt immer wieder was Neues. Ja, ich finde auch die Charakter toll, die sehen auch toll aus. Ist ja ein Abenteuerspiel, oder? Ja, man besiegt Monster, es gibt Szenarien, es gibt Belohnungen. Man spielt es zusammen, also wir beide spielen im Team. Geht aber auch solo, nämlich ab 14 Jahre 1 bis 4 Spieler und 30 Minuten. Wir haben jetzt etwa 100 Partien gespielt. Man muss immer sagen, die eine oder andere Partie spielt man noch einmal. 14 Jahre ist übrigens angegeben, oftmals wegen dem Kickstarter. Die schreiben ja mal 14 drauf, da geht es um Prüfsegmente etc. Oftmals steht da nur 14 drauf. Das ist für mich jetzt mittlerweile gar keine Aussage mehr, weil bei den meisten Kickstarter steht einfach 14 drauf. Das hat oftmals gar nichts mit dem Alter zu tun. Oftmals, das Spiel würde ich eher sagen, ab 12 Jahre, weil es ist anspruchsvoller. Aber es gibt auch eine kleine Box, die Pranken. Ich glaube, mit dem sollte man eher anfangen. Du hast gleich die große Box geholt. Und auch diese Spiele haben wir vorgestellt, beide. Weil aber das kleine haben wir davor gespielt. Ist doch wichtig. Warum? Weil weil sonst hätte man, da sind auf jeden Fall viel mehr Regeln drin. Aber weil wir das kleinere Spiel schon kennen, war das auch viel leichter, weil wir über die Hälfte der Regel schon kannten. Darum haben wir auch gesagt, wir kennen es, wir hören jetzt nicht auf, sondern machen jetzt halt die Reihe einfach mal durch. Okay, und wie lange geht es noch? Wie lange spielen wir da noch etwa? Ein paar Monate? Bis wir oder keine Lust mehr haben. Bis du keine Lust mehr hast, glaube ich. Und wer baut es immer auf? Genau, und warum? Ich schreibe nur auf, spiel mit und der Elias baut es auf. Und ich hoffe, irgendwann seht ihr auch mal nicht nur diese graue Spielmatte bei dem Cuplex-Tisch, sondern ihr seht auch das Innere mal wieder, weil in dem Inneren liegt nach wie vor Gloomhaven seit schon Wochen und immer wieder wird es neu aufgebaut. Ja, also wundert euch nicht, dass ihr nur sagt, mein Gott, Jörg, das ist ein Tisch. Das muss man schön sehen. Aber es lohnt sich absolut. Ganz klare Empfehlung, was ihr hier seht. Elias, ganz wichtig, man merkt jetzt schon in der Auswahl, der Elias spielt sehr viel. Es sind nicht nur die klassischen Familienspiele dabei, es sind auch gehobene Spiele dabei, Kennerspiele dabei, Expertenspiele dabei. Das müsst ihr immer. Ja, das ist jetzt kein Familienspiel. Also schon anspruchsvollere Spiele dabei, weil der Elias spielt sehr viel. Und das müsst ihr immer berücksichtigen. Ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, die spiele alle für Neunjährige. Nein, das auf keinen Fall. Der Elias, wenn es kooperativ ist, dann kann man es auch mit Freunden in deinem Alter, die können da mitspielen, das aber funktioniert. Aber es geht ja über mehrere Szenarien, genau. Da geht es dann schon wieder. Aber bei einem Flügelschlag ab 10 Jahre auch schon, eine Schulkameradin dann gespielt, funktioniert auch. Ja. King of Tokyo ist ab 8 Jahre, also da habt ihr auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Und wenn ihr euch das ein oder andere jetzt wiederholen wollt, ich wiederhole mich dann gerne über die unten kleinen Links. Ich habe gleich gerade schon sortiert. Das kommt auf den Stapel und das bleibt gerade noch hier liegen. Ja, genau. Dann würde ich sagen, danke Elias für die Infos, was die Lieblingsspiele angeht. Mal gucken, vielleicht mal ist mit Alina auch mal die Tage, wenn sie mal Lust hat. Die ist jetzt gerade wieder mit Tanzen oben beschäftigt und mit Gitarre beschäftigt. Die hat wahnsinnig viele Hobbys. Der Elias zockt gern, der Papa zockt auch gern, aber sie spielt dennoch sehr viel. Aber ja, mal schauen, wie die Zeit erlaubt. Wir haben hier so viele Hobbys noch. Es macht einfach Spaß und ich hoffe, auch ihr hattet dieses Mal Spaß mit dieser Liste. Ihr könnt, wie gesagt, nicht kommentieren. Kind im Bild. Ihr kennt die Vorgaben, die ich einhalte, aber auf Instagram, auf Facebook etc. Ja, genau, es reicht schon, wenn du einmal drauf bist, dann könnt ihr auf jeden Fall dort kommentieren. So, das waren alle Infos. Danke dir, Elias, und ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao.